Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Teil meiner Serie LGS-Tricks. Und heute wollen wir uns folgende Baustelle angucken. Wir haben irgendein lineares Gleichungssystem mit vielen Brüchen da drin und wir wollen das ein bisschen einfacher lösen. Also wir haben zum Beispiel diese beiden Gleichungen hier vor der Schnauze oder dieses Gauß-System. Wir kriegen wahrscheinlich jetzt schon das Kotzen, weil wir Bruchrechnen nicht mögen. Und jetzt die Frage, geht das nicht irgendwie ein bisschen weniger bruchrechenlastig? Und jetzt gibt es einen Trick, den wir dafür kennen müssen. Wir können jetzt nämlich, und das müsst ihr mir gut zuhören, um die ganzen Brüche loszuwerden, muss ich den Hauptnenner auf beiden Seiten durchmultiplizieren. Da muss ich mir einmal kurz überlegen, was ist der Hauptnenner von 3, 5 und 15? In unserem Beispiel wäre das in der ersten Zeile mal 15. Wenn wir das erstmal machen, dass ihr auch gleich seht, warum das sinnvoll ist, dann ist nämlich ein Drittel mal 15. 15 Drittel können wir kürzen, sind nämlich 5. Ein Fünftel mal 15, Achtung, kann man auch kürzen, sind 3. Und 22 Fünfzehntel mal 15 sind 22. Und wie ihr seht, wir sind komplett alle Brüche losgeworden durch diese eine Operation. Gucken wir uns das nächste Beispiel an. Hier unten muss ich mir erst wieder überlegen, was ist der Hauptnenner? Da drüben steht zwar kein Bruch, aber ich kann mir gedanklich zwei Einzel denken. Dann brauche ich den Hauptnenner von 7, 14 und 1, das ist 14. So mache ich jetzt mal 14. Dann haben wir 2 Siebtel mal 14. Und zu meinetwegen macht er jetzt eine Nebenrechnung, das bringt uns ja jetzt auch nicht um. Kann ich das mit dem da unten kürzen, dann sind es nämlich 4. Dann 5 Viertel, Zehntel mal 14 sind 5. Und 2 Eintel mal 14 sind schlicht und ergreifend 28. Und ich habe jetzt, nachdem ich das einmal gemacht habe, ein Gauß-System frei von Brüchen. Der Vorteil liegt jetzt auf der Hand. Wir haben jetzt ein Gauß-System mit einfacheren Zahlen, was wir weitaus einfacher durchrechnen können. Jetzt könnte ich hier zum Beispiel rechnen, die zweite Zeile 5 minus der ersten Zeile mal 4. Schreiben wir die erste nochmal komplett ab. Dann haben wir hier an der ersten Stelle 0. 5 mal 5 sind 25 minus 12 sind 13. Hier gönnen wir uns meinetwegen eine Nebenrechnung. 28 mal 5 minus 4 mal 22 sind 140 minus 88 sind 140 minus 100 minus 48 sind 52. Jetzt können wir hier auch schön unsere Lösung bekommen. 13 mal y ist 52 durch 13. Y ist 4. Setzen wir es in die erste Zeile ein. 5x ist 3 mal 4 ist 22. 5x ist 12 ist 22 minus 12. 5x ist 10 und dann haben wir x gleich 2. So, es ging jetzt nicht hauptsächlich um die ganze Rechnung, die ich gemacht habe. Es ging eigentlich nur um die Erweiterung, die ich am Anfang gemacht habe, damit ich mir die Rechnungen hier ein bisschen schöner gestalten konnte. Also wenn ihr zu viele Brüche in eurem Gauß-System habt, tut ganz am Anfang die Gleichungen oder die Gleichung, die die Brüche hat, mit dem Hauptnenner durchmultiplizieren. Dann werdet ihr in der weiteren Rechnung die Brüche loswerden. Wenn natürlich die Endergebnisse Brüche sein sind, dann habt ihr wieder hier eine Zwischenrechnung, ein paar Brüche, aber im Großen und Ganzen macht ihr euch die Rechnung viel, viel einfacher so. Wir gucken uns jetzt noch ein größeres Beispiel dazu an und hier möchte ich auch verdeutlichen, den Trick könnt ihr nicht nur machen, wenn überall Brüche sind, den Trick könnt ihr auch machen, wenn nur in einer Zeile Brüche sind und ihr nur die Brüche in einer Zeile loswerden wollt. Dazu muss man uns jetzt kurz überlegen, was der Hauptnenner von 7, 2, 4 und nochmal 4. Unser Beispiel wäre das 28, also müssten wir jetzt hier mal 28 machen. Dafür können wir auch zur Not immer eine Nebenrechnung machen, um uns das zu überlegen. Muss nicht alles im Kopf stattfinden.
Dann ein Siebtel mal 28 sind 4. Ein Halb mal 28 sind 14. Ein Viertel mal 28 sind 7. Und 11 Viertel mal 28, mal gut, was soll der Geiz? Wir gönnen uns eine Nebenrechnung. Können wir das und das kürzen? Dann sind es 11 Eintel mal 7, also 77. Jetzt haben wir nach der ersten Rechnung ein schönes Gleichungssystem, das wir etwas einfacher und mit weniger Abwrack durchrechnen können. Im Großen und Ganzen war das eigentlich schon der Trick. Wenn ihr jetzt noch was zu üben wollt, ich schreibe mal noch die Lösungen für das Gleichungssystem hier drunter, dann wenn ihr das noch ausrechnen wollt, dann ist das x gleich 7, y gleich 2 und z gleich 3. Aber im Großen und Ganzen, so könnt ihr euch das Leben wirklich einfacher machen und in der Klausur mit weniger Stress und vor allem zeitsparend da durchgehen. Wie immer an der Stelle hoffe ich, dass das Video für dich hilfreich war und du was lernen konntest. Das habe ich gerne gemacht. Wenn du vielleicht jemanden kennst, der gerade am gleichen Problem hockt wie du auch und dem das hilfreich sein könnte, kannst du das Video auch wirklich gerne teilen. Wenn du Lust hast, noch ein bisschen mehr zu lernen, habe ich dir hier oben noch ein weiteres Video verlinkt, wo du gucken kannst. Oder wenn du das toll findest, was du machst und Lust auf weitere Videos hast, die dich in deinem Studium unterstützen können, kannst du die Katze auch gerne abonnieren. Und wie immer, bleib am Ball, glaub an dich, du kannst das alles.